Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir die letzten paar Organisationen, 13 Pilze heißen die, glaube ich, abgeschlossen und haben uns eine sehr schöne bronzene Krone auf unserer Struppelfrisur hier verdient. So, dann, bevor wir uns jetzt den letzten optionalen Boss hier aufmachen, ist noch eine Sache, die wir machen müssen, und zwar der Hades Paradox Cup. Ja, ich habe den sehr schwierig in Erinnerung, aber das war irgendwie, weiß ich nicht, die schwierigste Herausforderung im Kingdom Hearts 2. Aber wir sind ja in Kingdom Hearts 2 Final Mix und dagegen sieht die Herausforderung, glaube ich, jetzt nicht so doll aus. Jedenfalls, trotzdem, ich habe ein paar Änderungen hier eingepackt. Ich habe wieder Luftmöchler ausgerüstet, puff, und Magnetwelle, die man ein paar Mal sehen wird hier. Die uns hoffentlich das Töten der Gegner ein bisschen vereinfachen wird. Und ja, das könnte ein bisschen lange dauern, deswegen gehen wir mal da rein. Das letzte Mal, als ich versucht habe, hier was zu machen, war auf Level 70 und jetzt sind wir Level 99. Mit noch 10 Kraftboost und Schutzengel, ne, 11, ausgerüstet, und wir müssen jetzt wertemäßig eigentlich gut hier im Rennen sein, oder? Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ja mal ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen, um den Kanal weiter zu helfen. Das wäre sehr toll. Und jetzt machen wir alles platt. Ja, sieht doch schon gut aus. Boah. Ich habe Magnega, gut. Soll ich euch ausnutzen, dass ich Ultima ab. Ja, Magnetwelle macht eigentlich Folgendes: Da zieht die Gegner an einen heran und tut dann ja angreifen. Sehr gut beim Leveln. Ja, so schnell kann er dann gehen. So schnell hat er nicht mal annähernd gedauert, als er auf Level 70 versucht habe. Ich habe aber versucht aufzunehmen. Und dann habe ich dann abgeworfen, als ich gesehen habe, wie wenig ich nur abziehe und wie viel ich reinbekomme. Schadensmäßig. Bis jetzt habe ich noch gar keinen Schaden bekommen. Das ist ja schon mal sehr gut. Da. Ja, Magnetwelle tut ja alles schon ein bisschen vereinfachen. Es tut natürlich auch nicht schaden, dass wir jetzt über 80 Angriffskraft haben. Angriffskraft ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, ich fight nicht so schnell. So, gegen den habe ich voll Probleme gehabt, weil der mir voll Schaden gemacht hat und ich den gar nichts angerichtet habe. Ich war zum Beispiel mit von einem Treffer von denen schon halb tot. Jetzt bekomme ich nicht mal annähernd Schaden von dem. Das haue ich dir natürlich volle Möhre platt. So, hier gibt es natürlich wieder 50 Runden, das heißt, das könnte hier ein bisschen dauern. Also, ja, kein Bock auf, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so hat, aber so werden, so lange werden die Parts ja in der Regel mittlerweile. Dann weiß ich nicht, sollte der vielleicht gehen. Ja, gut, er macht nur den Angriff eigentlich. Also so dolle schwer ist der jetzt nicht. Luftmeuchler und noch ein Kombo-Schutz, Abschussangriff, geht das. Und der kam gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Und zack, jetzt bist du weg. Ich weiß nicht mal, was man für eine Belohnung bekommt, wenn man halt alles schafft. Ich hoffe, man bekommt überhaupt eine. Magnetwelle und Magnet habe ich natürlich alles hier reingepackt, damit das ein bisschen schneller geht. Ne? Jetzt habe ich ja voll die Abneigung dagegen. Habe ich natürlich auch beim Trainieren gemacht hier. Magnetwelle, Explosion. Das macht das Leveln richtig einfacher. Weil wenn man nur auf normal spielt oder so, dann müssten die Gegner ja noch schneller kaputt gehen. Also. Schön Magnega. Magnetwelle, Explosion, die ganzen Flächendinger. Aua. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich würde auch vorschlagen, nicht nur in der Welt, die niemals war, zu trainieren. Weil man sollte am besten mal Erfahrungspunkte bekommt man sowieso. Man tut es halt nur ein bisschen beschleunigen. Und ja.
Ich würde lieber in verschiedenen Welten immer wechseln, ja, eine Welt durchlaufen, alles kaputt hauen, noch mal durch eine Welt durchlaufen, alles kaputt hauen, dann ja, wäre ein bisschen besser zu empfehlen, weil dann bekommt man so ganzen Gegenstände und so, die man alles hier für Herstellung von, weil nicht Accessoires und also was braucht. So habe ich auch geschafft, Dingens hier Kraftbolzen und Schutzengel herzustellen, weil ich immer an Orten trainiert habe, wo ich die Materialien bekomme, um das herzustellen. Blöde ist, man muss dabei auch immer Mithril-Kristalle herstellen. Die muss man herstellen, indem man niemanden erledigt. In der Welt, die niemals war. Ich bin eigentlich immer hin und her gewechselt. Und zwar immer, weil ich zur Welt, der niemals war, um die ganzen Mithril-Kristalle-Materialien zu bekommen. Und ja, oh Gott. Und dann... Tifa ist ein bisschen nervig, weil... Oh, doch nicht. Ich meine, Tifa... Oder Tifa... kann durch die Angriffe irgendwie nicht... gestaggert werden. Also man kann sie angreifen, aber dir ist das scheißegal. Das ist sehr nervig, finde ich. Was funktioniert? Ja, das ist sehr nervig. Final Level. Doch. Die kann doch angekratzt werden, sehr gut. Ja, gut, an Vollblüte ist jetzt. Ah. Das ist ein bisschen nervig wegen Tifa. Kannst du die meiste Zeit nicht angreifen. Und Yuffie tut sich die ganze Zeit auch hinher teleportieren. Lässt sich nicht wirklich angreifen. Ja. Ne, die sind doch anfällig. Ich dachte, Magie bringt nichts gegen die, aber anscheinend doch. Aber kann sich Yuffie nicht heilen? Ja, das ist schon, das ist ein nerviges Team hier. So, Tifa, Yuffie ist so gut wie tot. Oh, Yuffie, komm her. So, zack, was? Da gibt's jetzt nicht. Mein Gott, ich will euch mit Magie erledigen, komm schon. So, oh mein Gott. Boah, das gibt's jetzt nicht. Das ist natürlich jetzt wieder nervig, das muss jetzt nicht sein. Oh mein Gott, ey. Problem ist, soll ich mal, die stark sind. Das Problem ist, man trifft die überhaupt nie. Wenn man nicht mit den Regeln des Titan kommt. Achso. Darf nicht getroffen werden, super. Das ist natürlich sehr gut jetzt. 20 Dinge habe ich schon verloren. Ah. Muss ich 10 Runden durchhalten, noch 9. Ja, was wollte ich sagen? So. Ich bin eigentlich immer zwischen den ganzen Welten hin und her gewechselt. Boah. Muss man nicht unbedingt getroffen werden, Leute. Nein. Oh. So unnötige Treffer die ganze Zeit. Also ja, meine Empfehlung, verschiedenen Welten trainieren. Auch wenn man nicht so viele Erfahrungspunkte kriegt immer, aber wenn man die ganzen Schutzengel und also was haben will, so wie ich. Machen nein, die optionalen Bosse ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl. Nicht lebensrettend einfacher, aber es ist sozusagen so eine kleine Absicherung noch. Steht da. Würde das Magnetwelle zieht, glaube ich, so viel ab, wie man Magie-Angriffskraft hat. Und das habe ich natürlich nicht. Sehr gut. Sehr gut. Hui. Auf Magie bin ich überhaupt nicht gegangen. Ja, was denn?
der noch mal für einen Angriff? Auf den. Ja, der ja, das habe ich mir gedacht. Greife ich dann direkt an. Dann nicht Magnetwelle vielleicht offen sollen. Steht sowieso nicht, warum der Magnet, weil warum macht er nicht direkt einen zweiten Dingens? Au. Das klappt nicht so. So einmal einsetzen, weil Magnetwelle tut mich hier ein bisschen behindern, habe ich dort für. Tschüss. Jetzt macht er hat. Jetzt hat er den normalen Abschlussangriff gemacht, welchen ich bevorzugen würde. Weg. Mein Gott, das gibt's doch jetzt nicht. Was für Müll ich mich hier treffen lasse. Aber ich kann mich auch so drehen. Ich mache nur vertikal, glaube ich. Ja, horizontal. Boah. Das sind alles unnötige Treffer. Die müssen nicht sein. Ah, ne, so kannst du halt auch mal versuchen. Aua. Soll mich vielleicht heilen? Wir müssen knapp hier gerade. Ja, so kann ich sogar noch 4 Treffer machen. Ja, punktemäßig schaffe ich das. Komm mal hin. Irgendwie ziehe ich die Pflanzen damit raus, wenn ich den Angriff mache. Oh, bringst Blitzboost? Ich weiß es nicht. Auf mit dem Dreck. Naja. Auf. Ah, jetzt habe ich noch eine Runde, ne? Dann haben wir das mit den Punkten auch. Dann kommt irgendwie so Zeit begrenzt, glaube ich, ne? Naja. Genau, blöd, ne? Ich könnte auch hier den einen Luft angefahren, den ja. Noch ein bisschen mehr hier Fläche treffen. Boah. Du denn? Verreckt. Cool, Jungs, schauen sich nicht Explosionen an. So, ach du, was willst du denn? Ups. Ja, du wirst jetzt nur unnötig Zeit fressen. Ja, er tut jetzt wieder unnötig Zeit fressen mit seiner blöden Kugel. Und den kann man in diesen blöden Dingens hier voll einfangen. Greift ihn an. Und sein Ding wird weg. Jetzt kann ich wieder angreifen. Oh, Kollege, bleib hier. Oh. Weißt du, was du machst? Du tust die Zeit meiner Zuschauer ab, voll stehlen. Boah. Ruhig dann. Boah. So. Die Zeit meiner Zuschauer gestohlen, Mann.
15 Minuten, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Da ist so, der Part wird ungefähr 40 Minuten lang. So. Okay, ich kann keine Drive einsetzen, genau. Ja, ich drücke Viereck in der Luft am besten. Mach ich so seitwärts hier. Müsste eigentlich mehr Gegner treffen. Könnt ihr mir mal sagen, warum ihr nicht getroffen wurdet? Ich hab noch voll eiskalt Magnet eingesetzt. Ah. Ja, auf Level 99 ist es, glaube ich, ein bisschen überpowered hier rein. Obwohl, da ist ja 99 irgendwie verlangt worden. Doch irgendwie eins auf Magie basierend. Das Schlüsselschwert irgendwie nehmen sollen. Oder doch vielleicht hier den Preis von den 13 Pilzen. Oh, was soll's. Oh, hallo. Ja, die geben meine Erfahrungspunkte normalerweise oder Gegenstände. Die jetzt hier machen, verstehe ich auch nicht. Je länger man wartet, desto mehr Punkte geben die einen, aber soll mir das bringen. Okay, wenn man die Punktzahl jetzt hier erhöhen möchte, in dem Cup könnte man hier lange warten. Oh nee, war schon wieder tiefer. Die kannst du denn zweimal vorkommen. Die ganzen feinen fancy Charaktere zu bekämpfen ist nervig in dem Spiel. Die werden alle nicht gestackt von den Angriffen meistens. Jetzt aus irgendeinem Grund doch. Außer wenn sie gesteckt werden. Warte mal. Kann ich gar nicht. Super. Kann ich nicht in Luft hauen? Gar nichts kann man die. Am Ende wird es ja noch richtig nervig. Also. Also im ersten Teil konntest du wenigstens noch was gegen die machen. Ich muss einfach nur hoffen, dass du irgendwie triffst. Ja, ich fliege die ganze Zeit immer in der Luft. Das ist auch ein Kampf hier. Immer wieder kriege ich mal eine Combo rein, aber am besten mit Magie kaputt hauen, weil man trifft die also so nie. Boah. Mich dann an. Ah, Tifa, du bist weg. Tschüss. Wurf. Der Cloud lässt sich schon ein bisschen besser hier kaputt hauen, ja. Hab er geblockt, Mann. Ja, Cloud lässt sich irgendwie kaputt hauen, ja. Tschüss. Oh, tschüss. Machen wir Cloud so viel einfacher als Yuffie und Tifa. Ich verstehe nicht. Oh, jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Oh. Da wird noch sehr lange hier dauern, habe ich das Gefühl. Letzte. Ja. Da muss ich ja nicht auf Punkte oder Zeit oder irgendwie sowas achten. Tschüss. Tschüss. Oh, da kommt noch mehr. Immer noch. So, gut. Gut gemacht, Donald. Wie ich im Hintergrund einfach nur so. Wie ich einfach nur so lande. Nein, du nicht. Au.
Aber wie Magnetwelle ihn nicht tötet. Durch die Krise. Oh, lass mich das hier machen. Oh mein Gott. Donald hat mich noch gehalten, bevor er K.O. gegangen ist. Boah, am nervigsten sind da die Autos, ne? Boah, Junge. Alter, was? Aber willst du mich verarschen? Ja, wie ich ihn an den überhaupt nicht rankam. Mal immer, wenn ich, ja, genau den, wenn ich den Angriff hier machen will, immer genau dann, wenn ich den haben will. Funktioniert der nicht, Alter. Alter, was ist hier los? Alter, warum sind die so schwer? Ah, Donald. Kannst du nicht in der Nähe irgendwie sein? Boah, was zum Teufel. Da kommt hier, ja. Tschüss. Oh nein, du bist so ein Viech, ehrlich. So, oh mein Gott. Oh, mal diese Runde so nervig. Ja, geil, es wird noch immer schlimmer, ne? Guck mal an, wie viel Dingens abzieht, ne? Wie wenig nur Magnetwelle abzieht. Ja, diese Angriffe hier, die tun mehr abziehen als meine Dingens. Meine Magnetwelle, ich krieg die Krise. Und die Runde war schon wieder einfach. Ich verstehe es nicht. Na, oh, Hades, du kommst bei 130, was? Ich glaube, so ein Gegner, den kannst du angreifen, der teleportiert sich einfach weg. Ah. Oh, der war gut. Er hat viel Schaden gemacht. Ich bin meiner Rolle schon wieder hier kaputt gehauen. Oh, Schaden. Und zack. Nein. Zeus. Zeus hat einen Blitz unterregnen lassen. Das hat das, wo ich mich mit Form verwandeln kann. Na, komm her. Das ist sowas von tot. Oh, Zeitlimit. Stimmt. So, okay, das heißt pro Runde eine Minute. Ja, wir schaffen. Oh, niemand, der ehrlich. Ja, vielleicht Ding jetzt einsetzen. Aber Excels Klinge ja ausgerüstet. Oh. So, oh mein Gott. Guck ich das mal an. Geil, ne? Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier so nah an mich heran? Eigentlich wäre die Limit vor mir am besten, ne? Und ich verliere meine ganzen Angriffe spam. Irgendwie braucht die Final Form Überform voll viele Angriffe immer, genau wie die Meisterform. Meisterform kriegst du irgendwie nie ein Enddingens hier, den letzten Combo irgendwie. Boah.
Nur zwei von denen, ne? Und die machen, das waren nur zwei von denen. Die machen so viel Schwierigkeiten, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Oh, ich habe keine Zeit zu verlieren, hallo. Ich muss sie sogar alle erledigen. Mein Gott, wenn reingezogen und sterben alle. Ausgezeichnet. Ja. Hier werden die Meister vorne schlecht. Naja. Na, komm mal her, Meisterform. Du müsstest ja mit diesen komischen Dings Angriff. Ja, genau den Angriff. Sogar noch mal, stimmt. Sieh mal den Angriff wenigstens mal. Ausgezeichnet. Den Angriff auch mal gesehen. Ich glaube, die Meisterform ist sogar nicht schlecht hier, ne? Das ist eigentlich genau wie Magnetwelle. Nur stärker. Wow, okay, gut. Blöd ist, wenn ich mich irgendwann in die Antiform verwandle, dann ist natürlich, glaube ich, Ende. Guck mal mit der Meisterform. Hallo. Das könnte jetzt nicht so gut sein. Boah. Du denn? Guck mal her. Mit der Antiform ja auch schon mal awesome ist. Boah, sieht aus, als hätte ich an der Lanze irgendwie einen Tanz gemacht. Geil, haben so die Antiform gesehen. So, mir fällt aber auf, das ist mir ein bisschen was zu riskant. Weil wir jetzt so kurz davor sind, hier diese Runde zu schaffen. Wow. Muss hier nur, nee, doch nicht. Wow. Da treffen müsste ich nur noch, ne? Zeit ist jetzt eigentlich kein Problem, ne? Aber ich will den Part auch nicht zu lange machen. Hallo. Soll ja heute noch fertig werden. Da schon wieder die Antiform. Also mich nicht im Würfel verwandeln. Aber wird mir sogar helfen. Ja, guck mal, die Antiform geht auch ab, ne? Oh nein, nicht die Viecher. Oh, ich liebe die Form voll. Ist definitiv meine Lieblingsform. Man sieht ja, potenziell kann sie verdammt stark sein. Ups, hier geblieben. Da war jetzt die nächste Runde. Vor allem, wenn man sich die Runde davor ansieht, ne? Was zum... Oh Gott. Ja, noch unter Zeit. Aber die sind jetzt eigentlich auch kein Problem. Ja,
sind halt nur nervig und ich verwandle mich hier ganz bestimmt nicht in irgendeine Form. Und zack. Wieder in Ordnung, ihr nicht. Verklaut. Ah, getroffen. Erst mal. Zack. Ich schaffe wahrscheinlich wieder nicht damit zu treffen, ne? Cloud geht voll ab. Na, du bist nicht weg. Nicht so kaputt, danke. Boah. Ich wollte nicht angreifen, ich wollte blocken. Also zwei Kombos kann man bei denen machen. Aber ja. So. Er ist nicht mehr. Jetzt schon wieder den Angriff gemacht. Ich will abblocken eigentlich. So. Oh, okay. Ich dachte, da kommt noch ein Balken. Habe ich jetzt nicht bemerkt. Okay. Ja, da kann. Ach, wir sind 41. Stimmt. Bin ich jetzt alleine? Das kommt auf das Allerschwerste, ne? Ich glaube, wir haben immer einen Checkpoint freigeschaltet zwischendurch. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich meine, wir haben einen Checkpoint freigeschaltet jedes Mal. Tschüss! Hast du gefaced hier? Ah. Arsch bin ich, so. Oh mein Gott. Da habe ich nicht, wie viele Punkte man haben muss, um irgendwie einen Tag im Jimmys Tagebuch zu bekommen. Oh. Alter. Gegner sollten eigentlich nicht so schwer zu erledigen sein, aber irgendwie schaffen die es hier tatsächlich, die zu schwer zu machen. Ich habe, glaube ich, Eta und so was alles ausgerüstet. Also, das war schon wieder eine Runde. Also, manchmal kommen so Killerrunden und dann kommen einfach so zwei Gegner oder so. Und ich habe die Dinger alle kaputt gemacht. Geil. Auf. Ist auch nicht so eine schwere Runde hier. Weil man die alle mit Reaktionskommandos kaputt hauen könnte. Zack. Und tschüss. Da war es auch nicht so schwer. Ich glaube, ich bin jetzt gerade eingefallen, was der allerletzte Kampf nochmal war. Oh. Alter. Definitiv nicht verrecken, aber es ist nervig hier. Meine Kämpfe. So, komm her. Mal immer, wenn ich
Immer wenn ich den Angriff machen will, bin ich zu weit weg. Dann greife ich einfach nur in die Luft. Boah. Junge. Hi. Geh nicht kaum, bis die Zeit abläuft. Lass mich verarschen. Ich hab ja den Spaß meines Lebens gerade. So, komm mal her. Mach mal das hier. Einfach nur drei Klingen. So hätte man den Kampf in die 1000 Herz eigentlich machen müssen. Ja. Geh euch mal euch kaputt, ey. Hey, die Krise. Mit 1000 Herzlos erledigt, bevor ich kaputt gehe. Aber ich bin auch im Kampf der 1000 Herzlosen. Also kann ich nicht so hart Maul aufreißen. So. Ich lebe. So. What? Schlitt. Oh, nee. Nein. Erstmal du. Oh, jetzt kommt der auch noch damit. Ja, wer diese Viecher erfunden hat, ne? Hey, mitten in der Kombo hat er noch mal gemacht. Ey, ich krieg die Krise. Warte, ich hau mich kaputt, bevor du einer blöden Form da wechselt, ey. Boah. Was willst du denn? Let's go. Habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass da auch irgendwas kommt. Aber ich wollte ja nicht das Maul aufreißen. So. Schade. Ich dachte, wäre eine Runde. Und jetzt geht es eigentlich noch richtig locker. Hier und da gab es zwar so ein paar kleine kritische Momente, aber jetzt ist es noch chillig. Ihr wollt euch drehen. Nix da. Oh ja, die heilen einen, ne? Nein, 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 nein. Mir so spät eingefallen, tut mir leid. Und leider, dass ich eure Zeit verschwendet habe. Boff! Ah, oh, ne. Oh, der Mech Gottring-Job gemacht, hier euch zu heilen. Wo ist er? Ach, da. Ich dachte, er wäre immer noch in der Luft. Okay. Ah, ja, ja. So, 48. Oh, hi, Cerberus. Willst du werden? Wie oft muss ich dich noch kaputt hauen, bevor du lernst, dass du dich nicht mit mir anlegen sollst? Jetzt springst du einmal, ich weiß. Noch einmal so Schlatz, Schlitz, Schlitz. Das tut voll weh. Seh dich um, jetzt springst du noch mal. Aber du hast voll drauf. Hast gesehen, dass ich nicht da bin, dann drehst du dich noch mal. Ja, das ist der einzige Angriff, der einen nerven könnte. Ah, Situationskommando, verdammt. Wollte ich machen. Ja, Situationskommando. Ich muss schon da sein. Komm her.
Ich will in Situationskommando noch einmal. Na, komm her. Situationskommando. Komm her, hi. Na? Willst du denn? Ausweichen. Jemand schützt wieder her. Aha. Und jetzt. Mach's jetzt Platz, Wus. Oh, die Erinnerung. Tschüss. So, ich meine auch. 49. Platz. Ah, wer kommt da? Ach, ihr kommt jetzt schon. Boah. Oh, das könnte ein sehr nerviger Kampf werden. Auf. Aber ihr habt alle sehr wenig HP, das ist schon mal sehr gut. Ja, der Blöde ist, ja, die tun einen die ganze Zeit in die Luft schießen. Ich glaube, ich Magnetwelle. Hör ich halt an. Ich komm gar nicht auf den Boden. Boah. Selbst mit den ganzen Treffern, die ich jetzt abbekommen habe, Ultima, so trotzdem schnell genug auf heilen wir wieder. Den Kampf habe ich auch sehr viel schlimmer in Erinnerung. Ich höre euch an. Die ganze Zeit auf die Fresse, aber trotzdem. Lass mich. Oh, Tifa ist schon kaputt. Wie das denn? Wie hab ich das denn gemacht? Okay, der Kampf war sehr viel einfacher, als ich in Erinnerung hatte. Ich dachte, man wäre der schlimmste von allen. Und tschüss. Boah. Man muss es denn jetzt ausgerechnet in die Luft springen. So. Oh, den Kampf habe ich sehr viel schwerer in Erinnerung. Ich dachte, er wäre der letzte Kampf. Wo kommt denn jetzt als letztes doch? Ach, Hades. Wer willst du denn? Ernsthaft, Hades? Den haben wir schon leicht kaputt, ey. Den kann ich voll zwei Kombos und so alles hier reinhauen. Ah. Dann komme ich wieder hier mit. Wie hat es Hades geschafft, die Final Fantasy Charakter zu zaubern? Er hat bestimmt geschummelt. Okay, der hat Herkules nicht als Gegner, ne? Auch voll bescheuert. Oh. Ich wusste, er hat das schon als nächstes kommt, aber... Beim den seinen Dingens hier, in seinen wütender Zustand, ist noch nicht mal irgendwie eine Herausforderung. Oh, tschüss. In seinem wütender Zustand ist noch nicht mal Herausforderung, weil man ihn in einer Sekunde schon wieder weg hat. Okay, das war der Hades Paradox Cup. Wow. Also voll gebracht. So, was? Na, fliegt er. Ja, Auron, der war auch dabei. Verdammt, hätte ich mal einwechseln müssen. Und die Hälfte war ich sowieso alleine. Hades Cup Pokal für den Sieg des Hades Paradox Cup zu bereichert werden. Ein Zeugnis über den Sieg in vielen schweren Kämpfen. Und sonst nichts. Ja, geil. Mit einem blöden Trophäe haben wir das geschafft. Geil. Kommt so ein Paradox Cup ab. Ja, haben wir das auch geschafft. Haben wir leider keine tolle Krone oder so. Ja, hier müssen wir noch mit ein paar Punkten mehr gewinnen, glaube ich. 2500. 15.000 Punkten, ja. Pf. Nein, danke. Wir haben eine tolle Trophäe, oh, Pokal.
Manchmal wird die jetzt auch da platziert sein. Die anderen Pokale habe ich nicht im Inventar. Die sind da platziert worden im mittleren Bereich. Ich weiß, das war schon lang genug, aber wenn ihr jetzt 45 Minuten geguckt habt, dann werdet ihr wohl noch ein paar Minuten keinen Unterschied mehr spüren, oder? So, damit haben wir. Mir fällt auf, ich könnte ein bisschen die Gummijet-Mission machen, aber nee. Das ist schon wieder eine ganz andere Kategorie, so finde ich. Das dauert dann auch noch mal irgendwie eine halbe Ewigkeit. Deswegen, ja, lassen wir das. Außerdem habe ich da auch noch Probleme mit. Ja, nur ohne Hilfe nicht geschafft. Jetzt auch noch so einen optionalen Boss, den man machen kann, aber nee. Ja, das sieht doch ja kein Schwein, ne? So. Alles Paradox Cup Pokal. Gut, die anderen haben wir nicht. Im Inventar, oder? Nö. Egal. Wir haben den Halb des Paradox Cup geschafft. Es bleiben uns nur noch eine Handvoll von Sachen, die wir machen können. Und zwar müssen wir jetzt noch 13 optionale Bosse machen. Ihr wisst genau, wen ich meine, ne? Ich muss auch gar nicht den heißen Bein hier rumrennen, ne? Ja, die Parts werden wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an allen irgendwie so eine halbe Stunde oder so hänge. Außer ich habe sehr viel Probleme mit denen. Was ich jetzt aber auch nicht so befürchte. Jedenfalls, ja. Wir sehen uns dann in den nächsten Folgen, die... Ich werde wahrscheinlich ein paar mehr Folgen immer pro Tag raushauen, weil die dann, weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, einige wirklich so 20, einige können bestimmt so 20, 30 Minuten dauern, aber andere könnte ich mir so in 10 Minuten oder so vorstellen. Also ich werde das schon irgendwie regeln. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wenn euch das gerade gefallen hat, könnt ihr ja mal ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen, um den Kanal weiter zu helfen. Das wäre voll toll von euch. Nehmen Sie es euch dann hoffentlich. Tschüss, bis zur nächsten Folge.